Mein Sohn hat mich angerufen und der ist auch die ganze Nacht aufgeblieben. Und ich empfand das als ausgesprochen dramatisch, als eine große Gefahr für die Türkei, eine große Gefahr für Deutschland und Europa und für die Menschen in der Türkei, die ja auch unter Beschuss standen, die auf die Straßen gegangen sind, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich fand auch, obwohl ich mich jetzt nicht politisch äußern möchte, ich fand auch in dieser Situation den Präsidenten sehr mutig. Das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben, dass er sich dann irgendwann in eine Maschine gesetzt hat und dann einen entscheidenden Flug gemacht hat. Andere hätten sich im Keller verkrochen. Also ich kenne Politiker, die sich in solchen Situationen im Keller verkriechen. Ja, wir haben eine freie Presse oder die Presse hat frei zu berichten. Und da wird in solchen Krisensituationen sehr viel Unsinn gesagt. Ich habe solche Krisen selbst miterlebt. Ich habe miterlebt, wie Mubarak gestürzt wurde, wie Gaddafi gestürzt wurde. Und da kommt eine Falschnachricht nach dem anderen. Das ist nichts Erstaunliches. Aber es ist natürlich gefährlich, weil man das Geschehen beeinflussen kann durch falsche Berichterstattung. Ja, meistens sind sie das Ende der Demokratie. Wir haben das ja im Mittleren Osten mehrfach erlebt, nehmen Sie Ägypten. Nach Mubarak kam ja dann irgendwann Mursi und dann gab es den Putsch und Ägypten steht heute nicht besser da. Die Demokratie ist beseitigt. Und ich vergleiche jetzt Erdogan nicht mit Gaddafi, aber als Gaddafi von den Amerikanern und von der NATO, von Amerikanern und Franzosen, weggebombt und weggejagt wurde und ermordet wurde, hat es ja keinen Vorteil gebracht für Libyen. Da ist in dem Fall ein Diktator weggeputscht worden, aber den Menschen ging es anschließend schlechter. Und dasselbe gilt im Grunde genommen auch für den Irak. Ich durfte mich mit Saddam Hussein nicht treffen, weil mein Sohn mir gesagt hat, er spricht kein Wort mehr mit mir, wenn ich mich mit ihm treffe. Aber Realität ist, dass selbst Kofi Annan, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, zugegeben hat, den Menschen ging es nach Saddam Hussein schlechter. Also Putsche haben ganz selten die Lage verbessert. Und im Falle der Türkei wäre das eine totale Katastrophe gewesen. Nicht nur für die Türkei, sondern auch für Deutschland. Ich glaube, dass der größte Teil der deutschen Bevölkerung auf der Seite der Demokratie stand. Auch wenn die Begeisterung darüber, dass der Putsch dann nicht erfolgreich war und dass die Demokraten gewonnen haben, dass Erdogan gewonnen hat, die Begeisterung war sehr mäßig und sehr bescheiden. Und das hätte man deutlicher zeigen sollen, dass man sich freut, dass die Demokratie sich durchgesetzt hat und die Putschenden generell gescheitert sind. Ich habe die Bilder in Deutschland nicht gesehen und ich bin dann ein paar Wochen später in einer türkischen Maschine gesessen und habe da eine Zeitschrift gelesen und da waren die Bilder vom Putsch. Und wie Menschen bombardiert wurden, wie Menschen attackiert wurden, wie Menschen starben. Und diese Bilder habe ich in den deutschen und in den westlichen Medien nie gesehen. Ja, die Botschaft ist eigentlich ganz einfach. Ich kenne die Türkei recht gut. Ich habe da viele Wochen, im Grunde genommen zusammengezählt, Monate verbracht. Die Türkei hat allen Grund, stolz zu sein. In der Türkei gibt es wirtschaftliche Probleme, in Deutschland gibt es auch wirtschaftliche Probleme, aber die Türkei hat allen Grund, auf ihr Land stolz zu sein. Und im Vergleich mit anderen Ländern des Mittleren Ostens ist die Türkei trotz Inflationssorgen und wir haben Schuldensorgen ein Leuchtturm. Etwas, worauf man stolz sein kann, unabhängig davon, wer jetzt Präsident ist. Mich hat es nie interessiert, ob der Präsident jetzt Erdogan heißt oder einen anderen Namen heißt. Für mich war entscheidend, dass der Präsident, der türkische Präsident, ein demokratischer Präsident ist. Und die Türken haben viel Grund, auch in Deutschland, stolz zu sein auf ihr Land. Mit einer großen Geschichte und einer großen Präsenz, mit einer großen Gegenwart. Die Türkei ist eines der wenigen Länder, ich wiederhole mich, im Mittleren Osten, das es geschafft hat. Und wenn Sie Religion nehmen, das ist eines der wenigen muslimischen Länder auf der Welt, die es geschafft hat. Und dass es momentan Schwierigkeiten gibt, ändert daran überhaupt nichts.
Wir haben in Deutschland massive Schwierigkeiten und die Bevölkerung wird erst sehen, welche Schwierigkeiten wir haben, wenn die Wahlen rum sind. Also meine Sympathie gilt der Demokratie und an dem heutigen Tag gilt meine Sympathie allen Menschen, die sich damals für die Demokratie eingesetzt haben, die ihr Leben riskiert haben und teilweise auch ihr Leben verloren haben. Die Beziehungen zur Türkei sind für Deutschland unendlich wichtig. Es gibt zwei Länder, mit denen wir unsere Beziehung dringend ausbauen müssen. Das eine hat jetzt mit diesem Interview nichts zu tun, ist Russland. Und das andere ist die Türkei. Zur Türkei sollten wir eine strategische Partnerschaft haben, sollten daran denken, dass die Türkei immer an unserer Seite gestanden hat, sollten daran denken, dass die Türkei ein dramatisch wichtiger NATO-Partner ist und sollten daran denken, dass die Türkei mit 3,7 Millionen syrischen Flüchtlingen allein, die sie aufnimmt, uns ein Riesenproblem abnimmt. Und die zwei Sachen sollten wir nie vergessen. Und die Türken in Deutschland spielen eine wichtige Rolle. Ich kenne eigentlich nur gute Beispiele von Türken in Deutschland, egal ob sie jetzt Handwerker sind, ob sie ein kleines Geschäft haben, eine Kneipe haben oder ob sie gerade den besten Impfstoff der Welt erfinden. Mit den Türken haben wir immer gute Erfahrungen gemacht und wir sollten den Türken in Deutschland, den Deutschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland das häufiger zeigen.